Sport ist wichtig. Im Leben eines jeden Menschen ist er Teil eines ausgewogenen Lebensstils. Angefangen beim Schulsport, über den Vereinssport bis hin zum Reha-Sport, um auch noch im hohen Alter fit zu bleiben. In unserer neuen Sendereihe stellen wir Ihnen Vereine und Sportgruppen aus Schönebeck und der Umgebung vor. Wir präsentieren Sport in unserer Region. Den Lieblingsverein bei Spielen zu unterstützen, ist für echte Fans selbstverständlich. Sei es im heimischen Stadion oder aber auch bei Auswärtsspielen über ganz Deutschland verteilt. Auch für die Kalbenser Borussen ist die Unterstützung ihres Vereines Borussia Dortmund Ehrensache. Seit 2014 existiert dieser Fanclub nun und hat mittlerweile 150 Mitglieder. Damit zählt man zu den größten Fanclubs in ganz Sachsen-Anhalt. Neben der Unterstützung bei Spielen des BVB liegt dem Fanclub eine weitere Sache am Herzen. Nach der Gründung 2014 haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir uns natürlich in der Region mit einbringen können und haben somit eigentlich beschlossen, dass wir andere Vereine und Einrichtungen in der Region im Salzlandkreis und um Salzlandkreis rum Magdeburg unterstützen können. Da kam natürlich der Gedanke, auch Kitas und andere Vereine natürlich zu unterstützen, indem wir Spenden sammeln oder Einnahmen von zum Beispiel den Kalbenser Weihnachtsmarkt komplett spenden werden. Mit der Einführung des Borussencups im Jahr 2015 entwickelte der Fanclub eine Möglichkeit für Asylanten, sich durch den Sport zu integrieren, ihre Freizeit zu gestalten und vor allem in Kontakt mit den anderen Spielern zu kommen. Der erste Kontakt muss da sein. Wenn man nur von der Ferne und immer ausweicht, ist eine Sache. Wenn man sich trifft und sieht, dass wir nicht speisen können, also dass wir reden können, versuchen zu kommunizieren, in Alltag bewältigen, auch wie die Deutschen, mit den gleichen Schwierigkeiten und mit alles drum und dran. Und dann guckt man, aha, gut, da sind am meisten Familien mit Frauen und mit Kindern. Und man wird sich auch dadurch, diese Hemmschwellung ist dadurch weg. Der Cup ist für die Spieler eine gewonnene Abwechslung. Umso glücklicher sind die Asylanten, dass es auch 2017 den dritten Borussencup geben wird. Die Planungen dafür laufen bereits. Also für den dritten Kalbenser Borussencup im Sommer 2017 planen wir mehr Mannschaften. Nicht bloß aus dem Salzlandkreis, sondern aus ganz Deutschland. Dort werden auch andere BVB-Fanclubs mit dann teilnehmen. Gern sind auch andere Vereine mit eingeladen, daran teilzunehmen für den gemeinnützigen Zweck. Somit können wir auch die Flüchtlinge weiter integrieren. Und wir wollen nächstes Jahr auch mehr für die Kinder anbieten. Das heißt, wir werden eine Hüpfburg mit anbieten für Kinder, also wie so ein kleines Kinderfest machen. Vielleicht ein bisschen Kinderschminken und mit Musik und Essen. Die Asylanten sind dankbar, dass so eine Veranstaltung angeboten wird. Auch der Fanclub freut sich über jedes Feedback und über Gespräche, die zustande kommen. Dennoch ist das Thema Integration ein lang andauerndes, nicht von heute auf morgen zu lösendes Problem. Also es sollte mehr eingesetzt in die Ausbildung. Es sollte mehr eingesetzt an die Geschichte von Deutschland. Es sollte nicht nur gesagt, was die Regeln sind und was die Normen sind zu machen. Da sollte man auch die gleich integrieren, womit die deutsche Kultur in Kenntnis zu machen. Weil das ist ein wichtiger Punkt. Die Mentalität und die Kultur muss allererstes gelernt vor die Sprache. Also sollte man schon, klar, und das ist für mich das. Wer die deutsche Kultur und die deutsche Geschichte kennt, dann integriert sich auch besser. Dann versteht es auch, was damit gemeint wird. Die Integration der Asylanten können die Kalbenser Borussen vielleicht nicht beschleunigen. Für etwas Abwechslung können sie aber allemal sorgen.